Bevor das Video beginnt, wollte ich euch noch sagen, dass wir uns hier in der Aufholjagd befinden. Ja, das sind alte Folgen, auch die, die du jetzt siehst. Die neue aktuelle Folge kommt am 12.09. dann raus. Dann geht's wieder ganz gewohnt im Rhythmus jeden Donnerstag 14:30 Football Manager weiter. Das hier, wie gesagt, nur die Aufholjagd. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge FM 2019. Mein Name ist Jan und mit dabei hier im Multiplayer ist der Mike und der Micha. Guten Tag im Multiplayer. Bei Hertha BSC. Ist ja geil. Wahrscheinlichkeit, also Jobsicherheit ist 35%. Ich sag, wir werden alle gefeuert, außer halt Micha, ne, der nicht. Aber ich sag, ja, alle außer Micha. Ich werde aber auch gefeuert. Ich muss ja gegen Christian Streich, gegen SC Freiburg gleich spielen. Das letzte Spiel in der Hinrunde. Ich spiele gegen Darmstadt. Wir haben jetzt auch demnächst auf jeden Fall hier das Wintertransferfenster und es ist eine ganz heiße Phase. Vor der Wintertransferphase habe ich noch gegen Hoffenheim, also es ist einfach scheiße, aber ich habe mein letztes Spiel gewonnen. Mein letztes Spiel habe ich tatsächlich sogar gegen Leipzig gewinnen können, deswegen habe ich ein bisschen Hoffnung, aber wenn ihr auf die Taktik seht, dann seht ihr, ich habe gar keinen Ausdauer und ich habe jetzt das Spiel gegen Freiburg und dann noch das Spiel gegen Hoffenheim. 2 Tage jeweils immer nur Pause. Ich habe eigentlich habe ich keine Chance. Wann hast du dein Spiel? Jetzt! Oh, Jesus Maria! Ja, dann spiel er endlich. Bayern gewinnt nur 4-0. Ja und Leute, da geht's dann los. Gegen Darmstadt spielen wir jetzt, danach gegen Stuggi Town. Ich bin gespannt. Gegen Darmstadt ist jetzt so meine einzige und erste Chance, ja. Erstes Spiel seit ungefähr 3 Wochen. Und das gegen Darmstadt, gegen den 17. Platz. Gleich viele Punkte. Genauso scheiße wie ich ungefähr. Immer wenn ich gewonnen habe, haben die auch gewonnen. Wenn ich verloren habe, haben die auch verloren. Ich konnte mich nie von denen weglösen quasi. Jetzt ist die Chance. Außer ich spiele natürlich unentschieden. Das wäre natürlich richtig geil. Ich bin gespannt. Wir starten hier so rein. Ich musste auch leider Bambi auswechseln. Weil der erst heute wieder ins Training eingestiegen ist und verletzt war. Soll ich ihn spielen lassen? Ich könnte ihn eigentlich spielen lassen, aber das wäre nicht so klug. Na egal, ich spiele einfach so. Leckt mich einfach alle. Nice, ich habe keinen Spielsound. Mein Spielsound ist nicht da. Okay, Leute, ich werde von diesem Spiel wenig reinschneiden, weil ich keinen Spielsound habe und das dann für euch scheiße ist. Also ich sag, du gewinnst 3-1. Oder 2-1. Ne, 2-0. Ne, 2-1. Oder vielleicht 4-0. 1-1. 2-1 für den Gegner. Nee, 3-1 für dich. Mike spielt kein Unentschieden. Ah. Boah, ich sag ja, der gewinnt. Ein Kopfball, der gewinnt. Komm jetzt bitte, Öztunali. Yeah! Ja, hab ich da Alter, mach das Ding doch rein. Solly March. Ja, er ist eine 40 Millionen wert. Ja, voll nicht. Ich hab getippt, dass du 2-0 gewinnst und du gewinnst. Du hast alles getippt. Ja. Du hast auch ein 4-1 getippt. Safe geht jetzt nicht. 4-1 hab ich nicht getippt. Wenn jetzt so 2-2 ausgeht, so ja, hab ich getippt. Jetzt letztes 2-0. Jetzt komm. Ja! Ja! Gesagt. Ja! Als allererstes hatte ich 3-1 gesagt und das kommt auch noch. Jetzt haben wir schon easy gewonnen, als ob die jetzt noch 4 Tore machen oder 3. Ja, guck, du überholst mich gleich. Ja, ich mache jetzt noch 10 Tore. Nee, aber ich bekomme ja gleich ein paar Tore. Ja. Ja. Ah, knack. Aber wenn du jetzt nur die Tore von Darmstadt. Jetzt mach noch nach unten, pass ihn nach unten. Ja, jetzt Öztunali. 4-0. Oh, dieser Typ. Alter, wieso beginnt das jetzt so? Das 4-0, Leute. Ich habe so lange auf den Sieg gewartet. Ich glaube, 8 Spiele haben wir, glaube ich, entweder unentschieden oder Niederlage halt immer. Also ohne... Glückwunsch auf jeden Fall. Sieglos haben wir halt. Und jetzt 4-0. Das ist so... Das tut mir gerade so gut. Das ist das erste Spiel, was wir jetzt so... aufnehmen seit 3 Wochen oder so. Ich bin so begeistert gerade. Wir spielen alle gleichzeitig. Leute, das ist wahrscheinlich mein letztes Spiel. Ja. Okay, Leute, ich spiele gegen Stuttgart. Also ihr seht ja jetzt schon meine Ausdauer so schon nach. Alter, 1-0 Stuggi Town. Oh, war der wird überprüft. Der Trainer geht richtig ab von denen. Der freut sich. Meiner flucht.
Du fluchst, ja, das ist nur über... Nicht Fluch. Und warum das? Das Tor zählt. Nice. Ja. Stungitown ist einfach so gut. 5 zu 8 Schüsse. Sehr gut. Richtig geil. Echt, Stungitown, ich weiß nicht, die haben irgendwie so einen krassen Skill. Das ist unfucking Fatsbrr. Blems. Nein. Ah, Alter. 2-0. Was für ein Scheiß. Oh, jetzt eine riesige Chance und neben das Tor geschossen, Alter, wie schlecht sind meine Spieler. Wir kommen gleich in die 70. Warte, ich überleg's mir nochmal mit Köpke. Jetzt, jetzt, wieso macht er denn nicht? Ich muss wechseln. Der hätte so drin sein müssen. Ja, 1-0 Köpke, er hat es wirklich gemacht. 1-2. In der 90. Minute. Die standen vor dem leeren Tor und der hat dann nochmal abgespielt, Alter. 1-2 bei mir, Özcanali. Komm, 2-2 bitte, das wäre so gut. Ah, oh, Mann. Kaum haben wir ein Heimspiel, schon verlieren wir wieder, ey. Wir gehen in die Winterpause. Aber Stungitown ist halt einfach irgendwie... Ja, Stungitown spielt richtig hässlich. Guck mal, was die machen. Mann, gib mir noch den Ball. Jetzt pfeift er. Ah, nice. Was ein Scheiß. Leute. Gut ist richtig abgegangen. Was denn? Bist du entlassen? Sozusagen. Was? Ja, geil. War das doch gar kein Spiel. Das ist denen egal. Das ist auf 14. Gar kein Bock. Nee, Spaß. Ich habe mich die ganze Zeit verarscht. Echt? Ja. Woher wusstest du es? Ja, weil dein Schild hier immer noch so... Du bist ja noch bei meinen. Du bist ja nur Wackelkandidat. Ja, nee, ich habe mich aber anders verarscht. Ich hatte vorhin kein Gespräch mit Vorstand. Ich hatte ein Gespräch mit Hertha. Ich bin weg, Mainz. Ciao. Echt? Jo, bis dann. Kein Bock mehr auf euch. Hat er sich heimlich beworben? Er so, nein, das mache ich nicht. Ich sag ja, ich hab mich richtig geprankt, ey. Jetzt finde ich dich echt eklig. Eklig? Nicht lehnen ab. Bitte bleib auch meins, Mike. Mein U19-Trainer werden. Hä, ja, das verstehe ich jetzt nicht. Was ist das hier? 19 sind die Leute, die noch keine 19 sind. Ich kann den Vertrag einfach nicht annehmen, oder? Jo, richtig nice. Ich kann einfach nur auf Verhandeln drücken, wäre das ja dumm. Ja, verhandeln wir erstmal. Spaß. Ey, das nehmen sie nicht an, so. Ja, das finde ich irgendwie. Also, ich weiß nicht, ob ich gehen soll oder nicht. Ja. Komm, nehmt bitte an. Komm. Ich war mutig. Komm, naja. Ich war auch mutig. Ja, voll mutig. Ich bin vom 7. zum 14. gegangen. Ja. Danke. Du bist vom 14. zum 6. gegangen, also. Ich war mutig. Okay. Ja. Die haben mich abgelehnt. Ich bin gerade sehr bergauf bei meiner Mannschaft. Nein, Spaß. Ja, ich bin jetzt bei Hertha BSC. Ja. Alles ist blau. Ja. Glückwunsch. Danke. 2 Trainerwechsel in einer Folge. Nice. Oh, Mike ist nicht mehr im DFB-Pokal drin. Das ist mir jetzt egal. Ich sag und nicht mehr in der Euro. Ich überhole dich gleich, Jan. Toll. Ja, Leute, schreibt mir mal Tipps in die Kommentare und abonniert meinen Kanal, danke. Leute, wir sind jetzt hier bei Hertha, das ist meine Taktik, so ähnlich wie bei Mainz sieht das jetzt aus. Wir haben natürlich hier jetzt eine Spieler, logischerweise. Und ich habe mir als geiles Special Art Leer gekauft. Ja, war ja nicht teuer, also der Typ ist ja auch schon ultra alt. Aber das Ding ist, der Gag wäre einfach verloren gegangen, wenn der jetzt nicht wieder hier ist. Das war so lustig. Und deswegen brauchen wir den wieder. Und er hat ja auch gut gehalten. Also von daher würde es mich freuen, wenn er kommt. Außerdem habe ich mich noch am Rechtsverteidiger mal schlau gemacht.
Da habe ich hier so ein Bosnier gekauft. Ja, das ist bestimmt krass. So Leute, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Ich bin ja jetzt bei Borussia Mönchengladbach und ich habe keinen neuen Transferzugang machen können. Ich habe ein paar Spieler verkauft, wir gucken uns das aber in der nächsten Folge auch nochmal ruhig an. Mike ist jetzt zu meinem Ex-Verein Hertha BSC gewechselt. Nee. Schaut da unbedingt in der Infokarte vorbei, was der jetzt alles neu gemacht hat. Der hat nämlich in der Transferphase auf jeden Fall nochmal zugeschlagen. Auch Schalke 04, auch Micha hat was gemacht. Auch da in der Infokarte vorbeigucken. Wird total interessant, wie jetzt hier die Rückrunde quasi nach dem Winter starten wird. Nochmal für uns. Also ich bin total gespannt. Mein Ziel ist natürlich jetzt mit Gladbach Platz 6. Also ich will am Ende der Saison auch auf Platz 6 sein. Und ich bin total gespannt. Ich spiele jetzt wieder auch hier natürlich mit dem neuen Team eine andere Taktik. Aber ihr werdet das alles in der nächsten Folge dann bei uns sehen. Also haut rein. Ciao. Tschüss. Ciao.